Wissen Sie eigentlich, warum der so beliebt ist? Ja klar, das ist das, was einem am meisten schmerzt. Ja? Die meisten sagen auch, wie, der hat eine Besichtigung gemacht und kriegt dafür 10.000 Euro? Also in der heutigen Zeit stimmt das teilweise. Ja? Aber es ist immer eine Durchschnittsrechnung. Ja? So ein Makler, es kann auch mal passieren, dass der 100 Mal zu diesem Haus gefahren ist. Dann spricht es nicht unbedingt fürs Haus oder der Preis ist falsch oder spricht nicht für den Makler, der kann nicht verkaufen. Ja? Im Moment müssen die alle überhaupt nicht verkaufen können. Da können die auch meistens nicht. Ja? Jetzt sind sie gerade wieder genau arrogant meistens. Also der Makler, das Wort Makler kommt von mäkeln, also rumnörkeln. Ja? Das kommt also früher von den Wochenmärkten, da gab es die Mäkler, die nörgelten an den Waren rum, um einen Preisnachlass zu erzielen. Ja? Und deswegen heißen diese Jungs heute Makler. Es gibt sogar einige Notariate, die schreiben sogar noch in ihren Kaufverträgen, vermittelt durch den Immobilienmäkler, so und so. Also ich persönlich, wenn ich der Makler wäre, würde sagen, uff, ich glaube, du spinnst ein bisschen. Ja? So, also deswegen sind die Jungs eigentlich, wie soll ich sagen, meistens sehr beliebt. Es ist eben auch immer von der Marktsituation abhängig. Im Moment ist eine sehr hohe Nachfrage da. Das heißt, die müssen nicht verkaufen können. Ja, das heißt, für jedes Objekt sind im Moment zwei, drei Leute, die sagen, wir gehen morgen zum Notar. Deswegen sind die aus meiner Sicht jetzt wieder sehr, sehr arrogant. Das war bis vor zwei, drei Jahren was anderes. Da wurde auch mal hinterher telefoniert. Mensch, haben Sie schon was? Oder schauen Sie mal, ich habe hier drei neue Objekte und ähnliches. Das macht heute eigentlich fast keiner.